Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Begmieri. Ich habe mit Entsetzen feststellen müssen, dass der letzte Tierzimmerrundgang tatsächlich schon ein Jahr her ist. Also machen wir jetzt einen neuen. Wie man sieht, es liegen schon wieder Bämmeln. Es wurde gestern sauber gemacht. Das ist die Mitte des Raumes. Wir fangen einmal hier an. Und zwar haben wir hier, das kennen die ein oder anderen von den, welche Messe war das? Auf irgendeiner Messe habe ich das mitgenommen, nur war es halt da so farbig und nicht grün lackiert. Das habe ich anstreichen lassen. Dann haben wir da einen Teppich. Live Love Cook, glaube ich, steht da, gehört eigentlich in die Küche, die da hinten wäre. Aber da passt er viel besser hin. Da habe ich auch noch so einen Fußabtreter. Und da ist das Dürtel, aber das war letztes Jahr auch schon da. Dann habe ich da oben immer noch nicht richtig sortiert Leckerlis und Spielsachen für meine Lustigen. Das kennen die ein oder anderen aus Wien, das ist endlich mit übersiedelt. Das ist die Sandkiste, nur blöderweise war jetzt im Winter der Sand draußen im Garten gefroren, die Sandsackeln. Deswegen konnte ich sie nicht auffüllen. Aber das wird sich jetzt dann die nächsten Wochen hoffentlich ändern. Nachts haben wir doch immer noch Frost. Und das Ende April, Anfang Mai. Ja, den Teppich kennen auch noch alle. Da habe ich auch bei der Tür einen Fußabtreter. Da ist eine Klappe. Ich glaube, die war letztes Jahr noch nicht da, dass sie in den Garten könnten. Aber der schaut momentan noch furchtbar aus. Da bin ich noch nicht fertig. Da dürfen sie momentan nicht raus. Ja, dann haben wir so eine Hütte. Das ist kein echter Efeu, das ist eine Serviette gewesen, also nicht schimpfen. Da haben wir so einen Ikea-Teppich, der ist alt, da ist schon ein Loch, der wird jetzt dann entsorgt. Beim nächsten Mal ausrahmen, der ist neu, das sieht man, der ist noch nicht so oft gewaschen worden. Da haben wir einen Hai, das ist eigentlich für Kinder so ein Schlafsack oder irgend sowas. Die Deppen finden nur leider den Eingang nicht, deswegen liegt es da jetzt aus Tischdecke auf dem Tisch. Ja, das ist eigentlich ein Couchtisch, nur die Couch wurde zerstört und die neue ist noch nicht aufgebaut. Die steht dann später mal da. Bis dahin steht von The Cozy Huts das Zelt. Da pinkeln sie gern oben drauf. Das geht übrigens beim Waschen nicht mehr runter. Und wenn es lange im Nassen liegt, dann schaut es so aus. Aber der Fließstoff, der zerlegt sich zum Glück nicht, aber das ist Baumwolle und Naturfaser. Ja. Da haben wir so ein Hütterl, so ein bisschen eingestaubt, mit zwei Eingängen. Das habe ich auch irgendwo bei einer Messe gekauft. Da haben wir einen schönen Teppich, der ist 1,50 Meter, geht gerade so in meine 7 Kilo Waschmaschine rein, aber die sind toll, die kann man super abkehren zwischendrin. Bei den kleinen Teppichen habe ich immer das Problem, dass die mitgekehrt werden und das ist ganz schlecht. Ja, die Hüttenmüsser, das steht übrigens falsch rum. Hier, hallo, bist du die Belle? Ja? Dann mal die Schecki. Die Schecki lebt übrigens noch, auch wenn sie nichts mehr sieht. Sehr den grauen Star, wurde von der Tierärztin untersucht. Da haben wir eine Pibi. Ja, die werden wir dann demnächst austauschen, aber geht halt nicht alles auf einmal. Dann haben wir hier wieder die Shaggy, das ist ihr Lieblingsplatzerl. Außer da, wo ich gerade draufstehe, das ist eigentlich ihr Lieblingsplatzerl und da liegt sie als zweitliebstes. Da haben wir eine Weidenbrücke, die nicht das Nagematerial zählt, weil sie sich drunter verstecken können in Österreich. Ich muss einen Ast reinlegen. Über den Winter kann man ja keine Äste schneiden. Dementsprechend liegt der jetzt seit Herbst. Rinder ist schon weggegessen, aber sie essen ihn trotzdem noch. Zwischendrin wieder immer angeknabbert. Das war einmal Birke. Ja, da hinten haben wir so einen Kaninchensessel. Den habe ich ersatzweise als Frosch. Also ich habe alles, was da liegt. Die ganzen Stoffsachen alles doppelt. Bis auf das da, das habe ich leider nur einmal, aber ich habe ein anderes Zelt als Alternative, das ist mehr grau,
Da hatte ich mal zwei Stück von, aber da ist eins schon kaputt. Da meine Serena. Das da, wo die Shelly gerade rausmarschiert ist. Sehr flott. Ist neu. Das ist super. Ich glaube, das war der Cornelius. Das kann man auch flach drücken als Bettchen, so wie es da hinten liegt. Aber so haben sie es lieber. Wird leider auch zerstört. Von ihr glaube ich nicht mehr. Irgendwer anderer ist auch. Irgendwer anderer zerstört auch. Sieht man dann den grauen Star von da noch ein bisschen. Also die Augen sind ziemlich weiß. Aber sie kommt damit super zurecht. Ist jetzt auch schon im Februar 10 geworden. Für ein Löwenkopfkaninchen ist das Topalter. Die werden normal nicht so alt. Da haben wir ja auch ein Lieblingsklo. Die setzen sich meistens drauf und manchmal gehen sie rein. Also die Meerschweinchen, die Kaninchen gehen da gar nicht rein. Das ist von diesem Katzenshop, von dem ich sehr enttäuscht war, wo ich dann eine Ersatzlieferung bekommen habe, die aber auch Müll war. Ja, der grüne Teppich drunter. Das ist jetzt. Naja, was ist denn? Das ist jetzt der letzte, der wird auch entsorgt. Der ist auch schon kaputt. Der andere war total durchlöchert in der Mitte und der ist am Rand total angefressen. Und wir wollen ja nicht, dass ihr euch den Magen verderbt, gell? Weil es ist schon wieder in der Heuraufe drin. Ja, das ärgert mich. Irgendwer hat festgestellt, dass man in die Heuraufe rein kann und jetzt marschieren alle durch. Dabei habe ich das extra so gekauft, dass sie nicht durchpassen. 4 cm Abstand, aber ja, na gut. Also da haben wir noch den, habe ich zweimal, also eigentlich habe ich den viermal, zweimal zum Liegen, zweimal zum Waschen und den habe ich zweimal, den habe ich als erstes gekauft, den wollte ich eigentlich nochmal haben, wir haben schwarzen, sieht man die Bämmel nicht so arg, nur am Rand, aber ja, den gab es dann nicht mehr. Das ist vom Wachtelshop, habe ich bestellt. Das habe ich irgendwann mal vom Badener Hundetag mitgenommen, war urgünstig, hält auch noch, hoffentlich ein Jahr, aber wird dann auch irgendwann einmal ausgetauscht, weil, ja, wird nicht mehr so sauber, wie es gehört. Da haben wir die Heuraufe von Amazon, da haben wir so eine IKEA-Schüssel, die größte, die es gibt. Ja. Du bist der Carlo, gell? Du schaust deiner Tochter der Belle sehr ähnlich, aber du hast ein bisschen den Streifen am Rücken länger und die Belle hat schwarze Punkte drin. Im Fell, was der Papa nicht hat. Jo. Dann haben wir hier noch so einen kleinen schwarzen Teppich, habe ich auch zweimal. Der schaut aber auch schon ziemlich aus. Ja. Und das wird auch nicht mehr sauber, da ist ziemlich viel Handstein drin. Das kommt schon so aus der Waschmaschine, ohne die Bämmel natürlich. Da geht es ins Nusszimmer, da werde ich auch einmal eine Roomtour machen. Nur momentan bin ich mit meiner Rattenhaltung nicht so begeistert. Aber die neue Box ist fast fertig. Diesen Würfel habe ich vorhin der Kaninchenbude anfertigen lassen. Leider ist auch schon kaputt, wie man das sieht, gesprungen auf allen Seiten, wo die Löcher waren. Sie hat zwei Löcher, kann man oben aufklappen und unten ist auf Rollen, wobei die Rollen habe ich selber montiert. Da ging es mir noch besser. Ja, da ging es mir noch besser, meine Hübsche. Dann haben wir eine Kuri. Kuri, Kuri, Kuri. Ups, bist du niedergelaufen. Da haben wir eine Kleopatra. Ja, bist auch schon über ein Jahr alt und immer noch so klein wie ein Baby. Kleinwüchsiges Meerschweinchen. Die wird nicht mehr größer. Dann haben wir hier den Kasten. Kann ich mal kurz herzeigen, lauter hallo. Stoffsachen. Ein bisschen Essen noch, das gehört aber dann raus. Und da kommen jetzt dann die gewaschenen Sachen rein, die doppelt sind. Da ist auch noch so, da ist Reserve, falls was kaputt geht. Und da ist noch mehr Reserve, falls was kaputt geht. Ja. Das ist der Kasten, der steht auf Stelzen, damit man den Raum ausspritzen kann. Der wird übrigens nicht mehr schöner. Da können Fliesen her, hm? Delia,
Da haben wir noch eine Kehrbett, bevor der Akku ganz leer ist. Da habe ich unten so einen grünen Teppich. Und da habe ich dann noch einen Mach-die-Babe-Mal da drauf. Das ist offensichtlich auch ihr Lieblingsklo. Da habe ich ein Handtuch drunter, dass das Brettl, was drunter ist, nicht so schnell kaputt ist. Ist auch lackiert, aber wird trotzdem irgendwann kaputt. Und dann habe ich diese Bunny-Inkontinenz-Einlage drauf, dass nicht gar so viel durchgeht. Da haben wir dann noch einen Teppich, den habe ich aber auch schon in Wien gehabt. Da stehen normalerweise zwei Wasserschüsseln, aber die andere war zu dreckig. Die kommt in den Geschirrspüler. Die wird hoffentlich am Abend fertig sein. Da ist das zum Ausspritzen, wenn der Raum sauber wird. Also, dass der Raum sauber wird. Ja, und dann sind wir wieder bei der Küchentür und bei der Uhr. Es ist 9.53 Uhr. In der Früh. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Da habe ich Transporter, die muss ich noch abwaschen. Die waren vom Kaninchenimpfen. Wir waren alle impfen. Ja, ich nicht, aber die Deppen da. Die Kaninchen-Deppen. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Badezimmer und da ist der Heizraum. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.